Ich bin am 20. Jänner auf Kurzzeitpflege hier eingetroffen und habe das Glück gehabt, dass ich bleiben habe können. Im selben Zimmer, meine Kinder haben mir das schön eingerichtet und ich fühle mich sehr wohl. In unserer Mitte der Mensch. Dieses Leitwort drückt die Grundhaltung der Stiftung Liebenau aus. Eine christlich fundierte Menschlichkeit. Es ist ein starkes Versprechen an die von ihr betreuten Menschen. Und zugleich bringt es die Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausdruck. Ich kann in der Pflege arbeiten, ich kann in der Betreuung arbeiten, ich mache Nachtdienst. Es ist sehr abwechslungsreich. Man kriegt sehr viel zurück von der Firma und auch von den Bewohnern. Und ja, bin sehr zufrieden damit. Ältere Menschen, die sich für das Leben in einem Wohn- und Pflegebereich entscheiden, wollen ihre Selbstständigkeit so weit wie möglich erhalten. Sie brauchen einen Ort, der zu Hause ist, Wärme, Wohnlichkeit, Geborgenheit und Sicherheit bietet. Ich tue gerne in den Hochbeeten Unkraut zupfen und ich bin sehr zufrieden mit den Pflegern, mit den Zivis, den Köchinnen und Köchen. Ich fühle mich einfach wohl hier. Das Ziel der Einrichtungen der Stiftung Liebenau ist es, ältere Menschen mit und ohne Demenzerkrankung würdevoll zu begleiten, ihnen in ihrer individuellen Lebenswelt zu begegnen und sie gezielt zu fördern, um Autonomie und Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten. Es sind kleine Wohngruppen und das Arbeiten ist sehr, sehr angenehm. Das ist das, was mich hier so begeistert, dass die Bewohner bei der Zubereitung bzw. Vorbereitung des Essens auch helfen können. Man kann denen locker an ein Messer und eine Schüssel mit Kartoffeln vor die Nase stellen und sie fangen an, Kartoffeln zu schälen. Also hier sehen die Bewohner direkt, was wird gekocht. Hier strömt mittags der Duft durch das Haus und das animiert natürlich alle. Essen hält Leib und Seele zusammen und das gehört einfach dazu. Ein Schwerpunkt der Stiftung Liebenau ist das Hausgemeinschaftenmodell. In kleinen, familiären Wohngruppen leben 10 bis 15 Bewohnerinnen und Bewohner zusammen und gestalten ihren Alltag. In den Hausgemeinschaften wird frisch gekocht, gewaschen und jeder kann sich aktiv an der Alltagsgestaltung beteiligen. Dabei spielt das Ansprechen aller Sinne eine wesentliche Rolle. Bekannte Geräusche und Gerüche aus der Küche oder das Anfüllen von frischer Wäsche lassen die von früher bekannte, typische Lebens- und Haushaltssituation nachempfinden. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ist rund um die Uhr anwesend. In dem Betreuungskonzept, das was wir da haben in der Stiftung Liebenau mit den Hausgemeinschaften, da kann ich mein Hobby ausleben, nämlich das Kochen. Und weiter sind es natürlich die vielen Momente mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist einfach das Lächeln, was sie anzeigen. Das ist ein Dankeschön, was man hört. Das ist das Vertrauen, was einem entgegengebracht wird. Das ist das, was mich begeistert. Persönliche und individuelle Betreuung ist eines der Grundprinzipien der Stiftung Liebenau. Der Mensch mit seinen seelischen Bedürfnissen steht im Vordergrund. Nicht nur sein körperbezogener Pflege- und Hilfebedarf. Ich bin gern da. Also das ist wirklich ganz ehrlich. Sind einfach alle hier. An Demenz erkrankte Menschen verlieren viele Teile ihres Wissens. Beim Malen und kreativen Arbeiten in der Kunstwerkstatt erleben sie glückliche Momente, Abwechslung vom Alltag und trainieren noch vorhandene Fähigkeiten. Für mich ist es einfach total schön, wenn ich sehe, dass sie mit der Arbeit, die sie machen, eine Freude haben. Es ist ja nicht so, dass sie es dann jedes Mal gleich wissen, beziehungsweise dass sie es nachher noch wissen. Aber es ist einfach auch total super, wenn sie dann hergehen und sagen, ma, das ist schön. Und ich sage dann zu einer, ja, das hast du selber gemacht. Was, wirklich? Ich sage, wenn man eine Freude, wenn ein anderer eine Freude macht, dann kommt das einfach irgendwie doppelt zurück. Die Seelsorge in der Stiftung Liebenau lässt sich auf die individuelle Lebenssituation von Bewohnern und Mitarbeitern in allen Lebensphasen ein. Die Entscheidung meiner Mutter, hierher ins Josefsheim zu gehen, das war ja ihre Entscheidung, war ganz maßgeblich auch davon geprägt, dass hier auch die Möglichkeit besteht, die Kapelle zu besuchen, Gottesdienste zu besuchen. Und das ist wunderbar hier. Wenn ein Bewohner geht, werden Angehörige bei der Verabschiedung einfühlend und sorgsam unterstützt. Ich bin raus aus dem Zimmer, wie ich gestorben ist, wie ich wieder zurückgekommen bin, war frisch im Nachthemd und das Bett frisch. Dann stand ein Engel am Nachttisch und ein Blumenstrauß in der Hand.
Dann hat sie gesagt, und jetzt machen wir das Fenster noch auf, damit die Seele entweichen kann. Die Stiftung Liebenau bietet Beratung für Angehörige und sucht nach Wohnformen und Lebensräumen, die Heimat werden können. Allein oder gemeinsam mit anderen. Für ein selbstbestimmtes Älterwerden.